Ich möchte jeden ermuntern, darüber nachzudenken, dass die technisierte Welt, auf die wir zusteuern, der Plan hinter der ganzen Sache ist. Also das ist eigentlich die Antwort ist, die technisierte Welt, die wir jetzt erleben werden, ist hoch durchgeplant. Ich habe schon vor Jahren gefragt, was bedeutet eigentlich Fortschritt? Und unter Fortschritt wurde alles so summiert, was irgendwie möglich war. Alles, was geht. Und wenn ich eine Herde von Kühen mit irgendwelchen Elektrostößen durch Gatter nach vorne bringe und sie dann alle verteile und dann irgendwelche automatischen Dinger unten ranstelle, dann geht das. Das ist Fortschritt. Das ist aber eigentlich kein Fortschritt. Und bei Menschen ist es ja jetzt genauso. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Impfpass, werden durch. Also ich hab mal ein Erlebnis gehabt, als ich in Hamburg gelandet bin. Und das erste Mal, da war dann der Schalter bei den Zöllnern war belegt. Und dann sagten die, ja, hier sei jetzt noch frei. Und dann kommt man da in einen Bereich rein, wo man auf einmal vor einem Bildschirm steht oder vor einer Kamera steht. Und die Kamera entscheidet jetzt, nachdem man den Reisepass darauf gelegt hat, ob man jetzt reinkommt nach Hamburg oder nicht. Und da wusste ich, ich bin jetzt im Gatter. Das heißt also, ihr solltet euch wirklich alle darüber Gedanken machen, ob wir hier eigentlich nur eine fortschrittsmäßige Technisierung erleben, die schon für die Tiere da ist. Die Durchimpfung, das Automatisieren, digitales Kontrollieren, das ist alles da. Es ist alles schon bei den Tieren da. Wir haben sogar einen Tierarzt als Robert-Koch-Institut-Leiter. Also es ist alles schon für uns ist gesorgt. Tut mir leid, dass ich das so sage. Du guckst mich so ernst an. Nein, ich gucke dich überhaupt nicht an. Es rattert gerade bei mir, weil ich denke, es ist ein verdammt spannender Betrachtungswinkel. Ja, es heißt ja auch Stimmenvieh. Also ich war mal in der FDP-Mitglied und dann bin ich angerufen worden und dann hieß es irgendwie, ja, wollen Sie den Ausschuss hier in Hamburg für Internet und Medien leiten? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso das denn? Und dann sagten die, ja, Sie könnten das vielleicht und außerdem wollen wir jemanden weghaben. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wir besorgen dann Stimmenvieh. So, das sind für mich alles so absurde Sachen, die natürlich irgendwie von Leuten so genannt werden, weil es ja auch irgendwie einen Bezug zur Realität hat. Also wir sind eigentlich nur Vieh. Und du hast ja, was hast du da, der Nutzmensch? Da sind wir ja nicht so weit weg von. Da sind wir ja, das ist ja genau das. Also wir müssen uns darauf einstellen, wenn wir nicht anfangen, an uns wieder uns anzubinden, nicht in einer voll elektrisierten Welt, wo jeder Schritt überwacht wird, wo vielleicht in uns was injiziert wird, was automatisch injiziert wird, weil wir irgendwelche komischen Krankheitsanzeichen entwickeln oder wo wir dann am Ende geschlachtet werden. Das ist ja so, wir machen das ja mit Tieren. Da gibt es BSE, da hat Bhakti ja zugesagt, ja, ist alles nicht so schlimm und trotzdem haben sie ganze Herden weg eradiziert, also ausgelöscht. Und da kann ich nur sagen, wir sind eigentlich auf dem gleichen Weg. Und wie gesagt, wir haben ja schon den Tierarzt. Ja, und das ist ja auch, wenn man so will, seit Jahrzehnten insofern vorbereitet worden, obwohl man gar nicht weiß, ob es so aktiv vorbereitet wurde, weil das klingt wieder so nach Absicht oder es hat sich einfach so eingeschlichen durch die Art und Weise, wie wir miteinander leben, dass ja viele Menschen im Hamsterrad sind, in Burnout gehen. Also das ist ja die Vorstufe zu all dem, dass sie nur noch funktionieren, dass wir nicht mehr, dass wir nicht mehr unseren Traum leben oder das Ziel, wofür wir hier sind, sondern dass die, die das tun, ja eher als Spinner leben oder dargestellt werden. Ich sag nur, hört auf, Tiere zu essen. Das ist für mich Entschuldigung, ich drehe da wieder völlig die, durch. Die Ergänzung also zu deinem Bild und auch was du gerade sagst, ist ja, was jetzt so schön ist und was neu ist an diesem. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ich glaube ja nicht, dass das alles herbeigeführt ist, aber es steht ja seit 20 Jahren auch in sämtlichen Büchern, es ist ja öffentlich, also dass Google die Demokratie abschaffen will und so weiter, das ist ja erklärtes Ziel dieser ganzen Veranstaltung, die Pandemic Preparedness von Gates ist kommuniziert. Nur jetzt ist es so schön, dass man die Herde auch noch, also sagen wir, diese 6 Milliarden Menschen, die Herde sind und die anderen sind was anderes. Das sind so eher die Experimentatoren. Also jetzt hast du auch noch das geschafft, dass du in dieser großen Tierherde Massenexperiment machst. Ja. Also im Grunde sind wir jetzt wirklich auf das Niveau von Laborratten runtergemändelt. Genau. Das ist in der Tat der neue Schritt. Denn auch das hat Gates ja zu Recht gesagt, die erste Impfung wird ja nicht funktionieren, seine Worte. Also jedenfalls nicht so, wie wir uns das vorstellen. Zumal jetzt ja auch schon immer wieder durch die Presse ging, es braucht vielleicht auch eine dritte. Ja, auch nicht nur das, sondern man experimentiert ja hier jetzt wirklich, ich weiß, dass ich über Studien und Experimente ja auch gelegentlich immer schreibe. Du hast diese kleinen Gruppen und diese langen Studienphasen mit Phase 1, 2, 3, dauert 5 Jahre, dann nochmal 5 und dann stellt man fest, es ist doch schädlich. Jetzt haben wir das ja sehr verkürzt und teleskopiert. Und haben vor allem eine wahnsinnige Menge an Probanden. Also für einen Wissenschaftler ist das ein Traum, was hier gerade passiert, wenn man sagt, ich werde so viele Ergebnisse haben,
Und die werden auch nicht alle gemeldet. Und wenn die Leute kommen jetzt zum Arzt und sagen, ich mein linkes Auge funktioniert nicht mehr, dann sagen die, ja, das ist Alter. Dann fragt mich mal, sind sie geimpft? Ja. Also die Hälfte der Impfnebenwirkungen, drei Viertel, fallen ja unter den Tisch. Aber wenn man dann sagt, ich auf die ganzen Daten vom gläsernen Patienten kriege ich ja als Forscher, ich kann ja auch sehen, der ist geimpft, oh, das Auge fällt aus. Das passiert bei 90% der Leute. Zusammenhang wird nicht hergestellt. Ja, genau. Oder die, also kurz mal einen Schlaganfall für drei Wochen. Das ist für einen Wissenschaftler ein Traum. Also um diese mRNA-Technologie weiterzuentwickeln, kann einem wirklich überhaupt nichts Besseres passieren. Und deswegen hat Tom recht. Also diese Reduzierung auf... oder hast du auch recht, wenn du sagst, die jungen Leute sagen, wir wollen diese Entscheidung gar nicht mehr treffen, macht das für uns. Adrian Lobe hat ein schönes Buch geschrieben, Speichern und Strafen. Wo man auch sagt, im nächsten Schritt musst du ja auch gar nicht mehr wählen, weil die Maschine weiß ja auch besser, was du wählen würdest. Absolut. Weil sie ja dein Verhalten kennt, von Alexa bis ins Badezimmer, bis in deine Leber. Weil sie ja überall vernetzt ist, kann sie natürlich auch die Wahlentscheidung für dich besser treffen. Also wir können sogar eine Demokratie-Simulation aufrechterhalten und du schickst einfach deine Stimme dann elektronisch per Alexa und Briefwahl los. Du weißt auch gar nicht, was du gewählt hast, aber es wird schon richtig gewesen sein. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal auf den Aspekt kommen, dass du gesagt hast, du seist kein Verschwörungstheoretiker. Und du schreibst ein Buch, das heißt Wer, wenn nicht Bill. Das heißt, da geht es ja ganz massiv um Bill Gates und seinen Einfluss und auch vor allem die Zitate, die er gebracht hat. Das ist ja, wenn man das liest, also ich war wirklich auch erstaunt, was der Mann alles gesagt hat. Also ist ja doch eine Verschwörung, oder? Ja, aber keine Verschwörungstheorie von mir. Also ich bin Verschwörungstheoretiker, das stimmt. Seit meinem 7. Lebensjahr, als ich den Verdacht hatte, dass die Obrigkeit mir vormacht, es gebe den Weihnachtsmann. Ich hatte nämlich das Geschenkpapier vom Vorjahr im Heizungskeller gefunden und habe dann gedacht, irgendwas ist hier faul. Und da wird man dann ja, stellt man ja dann Muttis, die Wahrheit, die Mutti da einfach so einem erzählt, in Frage. Seitdem bin ich Verschwörungstheoretiker. Aber in dem Fall nicht, weil ich ja mich wirklich nur an das halte, was Bill Gates von sich gibt, was ich auch sehr erfreulich finde und was Klaus Schwab von sich gibt. Also es gibt ja, auch hier nachzulesen, Zukunft der vierten industriellen Revolution, Great Reset, genau, das sind ja alles Bücher, die sind frei erhältlich, das ist ja kein Geheimnis. Ja, und insofern keine Verschwörungstheorie, wenn jemand sagt, ich werde er sagt, Klaus Schwab kann ja nicht sagen, ich mache das, aber wir planen die kreative Zerstörung der Weltwirtschaft. Das BIP hat es hinter sich, also das Bruttoinlandsprodukt, und wenn Gates sagt, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen, und in seinem Neujahrsbrief jetzt, dem 2021er, auch ankündigt, wie Pandemic Preparedness aussehen wird. Also, dass man eine nichtstaatliche Organisation oberhalb der Staatengemeinschaft, eine Einsatztruppe da sein wird, so eine Virenfeuerwehr weltweit, die innerhalb von 2 Wochen, egal wo ein neues Virus auftaucht, das als gefährlich empfunden wird, 2 Milliarden Menschen in die Quarantäne schickt und dann auch innerhalb der nächsten Wochen impft. Wenn ich mir das ausdenken würde, dann würde man mich wahrscheinlich in eine Gummizelle sperren. Aber wenn Gates es, er schreibt es ja und er sagt es. Das ist das Schöne an ihm und auch an Klaus Schwab und auch an Eric Schmidt von Google, dass sie alles kommunizieren und sagen, das haben wir vor. Deshalb keine Verschwörungstheorie, sondern einfach mal, damit die Menschen, die das vielleicht lesen und sich nicht so viel Gedanken machen, das einfach mal zur Kenntnis nehmen, sagen, das ist nicht Böttcher oder so, der das irgendwie plant, das sind Gates und Schwab und sie kündigen es an. So, und jetzt könnt ihr euch ja dazu stellen, wollt ihr denn das? Würde ich, um auf deine Jugendlichen zu kommen, die würden wahrscheinlich danach immer noch sagen, ja. Genau. Wollen wir, ist okay. Free Wi-Fi überall. Nein, weil das ist ja, na, sie verteidigen ja auch, das ist ja zu unserem Gesundheitsschutz und sie verteidigen dann auch die Freiheit und diese schöne neue Welt. Da gibt es keine Einbrecher mehr, weiß der immer, wo jeder ist. Es gibt auch, also... Also alles ist sicher.
Genau, das verkaufen sie ja auch so. Also, dass man sagt, du kein Eigentum mehr oder was für. Genau, das war die. Own nothing, oder sagt er doch auch. Genau, das hat Klaus Schwab gesagt. Er hat gesagt, ihr werdet nichts besitzen, aber ihr werdet glücklich sein. Genau, das ist eine Young Leaderin vom World Economic Forum, diese dänische Ex-Politikerin, die das aufgeschrieben hat. Also, wie die Zukunft aussieht. Du hast keine eigene Wohnung, du hast nicht mal deine Klamotten gehören dir, du hast kein eigenes Auto, aber du kannst alles nutzen und alles ist sicher. Und sind glücklich. Das würden wahrscheinlich viele Jugendliche unterschreiben oder auch viele Erwachsene, wenn dann ja bloß keine Gefahr mehr besteht. Weder durch Viren, noch durch Kriminelle, noch durch Krankheiten. Weil du bist ja den ganzen Tag mit dem Sensor hier und dem Sensor da, merkt ja dann auch sofort dein Arzt, der weiß, wo du bist, mit wem du gerade bist. Aber wenn ich jetzt so zuhöre, Peter, ja. Ist freies Leben dann nicht viel zu unsicher? Ja, also das ist so. Leben ist lebensgefährlich und Freiheit ist total unsicher. Ja, der Unterschied zwischen einem Leben nach den Vorstellungen eines Klaus Schwab und eines Bill Gates und eines freien Lebens ist, dass man bei einer Bill Gates-Version vor sich hin verwest und am Ende bleibt einfach ein Häufchen Staub übrig. Und bei einem freien Leben ist es so, dass man lichterloh brennt und Energie abgibt und ausstrahlt und am Ende ein Häufchen Asche übrig bleibt. Das wäre vielleicht mal so ein Bild und ich bevorzuge Letzteres. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.